Es ist bei euch wahrscheinlich genauso wie in Deutschland, dass man schon auch zu einer Bescheidenheit angehalten wird, also in unserer Erziehung. Und das ist, glaube ich, auch okay. Also das diskutieren wir ja überhaupt nicht, Größenwahn. Sobald irgendeiner schon noch sagt, ich bin Star, dann sagst du schon so, okay, dann bist schon mal keiner, wenn du das sagst. Und das ist ja auch okay. Ich glaube, wenn du gesund bleiben willst, musst du eine Art von Distanz dazu aufbauen. Und ich glaube, da haben wir noch nicht mal so das Riesenproblem, dass jemand hat, der jetzt ein Weltstar ist oder sowas. Also dann ist schon mal die Herausforderung größer, noch ein normales Leben irgendwo zu führen. Aber ich glaube, selbst die schaffen es irgendwie. Und wenn du dann mal ein Star bist und dann mal keiner mehr bist, dann bleibt dir nur noch das Dschungelcamp. Ne? Ja, das finde ich ja auch immer so witzig, als ob das... Da gibt es ja im Stern auch diese Rubrik, was wurde eigentlich aus? Was so ein bisschen anheimstellt, dass wenn jemand ein Star war, dass es danach kein wertvolles Leben mehr gibt. Das würde ja aber auch anheimstellen, dass es außer Star-Sein kein wertvolles Leben gibt. Dass alle Menschen, die kein Star sind, kein wertvolles Leben haben. Finde ich eine etwas seltsame Anmutung.